Oh, schade. Fast sein erstes Tor, glaube ich. Wir haben noch nie ein Tor geschossen. Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 15 Ultimate Team hier auf der PlayStation 4. Ich habe mal meine Transferliste vollgehauen. Dass ein paar Sachen loswerden. Bieten auch schon, bei einigen wird schon auch schon fleißig mitgeboten, bei anderen wiederum nicht. Hier zum Beispiel, warte mal, der auch noch nicht. Bei ihm mit Jovinko, bei Isaacson, Raphael, Castro, Martinez, Olic und Sommer. So, wie machen wir mal zwei, oh, was war ich da? Ne, zwei Packs offen, mal wieder. Vielleicht ziehen wir mal einen Reus, wäre ganz cool. So, wenn da so ein Reus drin sein würde. Nein, Tosic, dein Ernst. Und Van Ginkel, oh mein Gott. Aber Tosic kann ich bestimmt gut loswerden. Den verkaufe ich mal. Mein Transferliste ist voll. Passt ja leider nichts drauf. Was jetzt natürlich richtig bitter wäre, wenn wir Müller ziehen würden. Oldokuf, Raphael. Alter Haufen Verträge und. Ist auch zum Kotzen. War keinen guten Spieler, weißt du? So, wir spielen wir mit unserem Bundesliga-Team in der Online-Saison. Ich glaube, wir brauchen jetzt. Warte mal, lass mich mal eben schauen. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt einen Sieg, um den Titel zu haben, ne? Genau. Und wir haben noch zwei Spiele. Vielleicht machen wir es jetzt schon klar, dass wir einen Titel haben. Dann kriegen wir natürlich richtig Schotter, ey. Also kriegen wir echt richtig Schotter für den Titel. Ich weiß gar nicht wie viel, aber will ich jetzt auch gerade nicht gucken. Auch wenn wir danach absteigen sollen, scheißegal, die Münzen kann uns keiner nehmen. Und selbst für den Abstieg kriegen wir dann auch Münzen. Oh mein Gott. Nee, sorry. Beim besten will nicht. Resistenz ist ja so schlecht, ne? Gerade gewesen. Was ist denn da wieder los? Das ist ja die. Alter, schon wieder. Glaube ich, so war der gleiche, ne? Ja, gut. Versuchen wir mal mein Glück. Italienischen Trainer, italienisches Team mit El Charavi, Palacio, boah, wie heißt der, Biabini oder wie heißt, Pirlo, dann nicht Pogba, Pjanic, Kohl, Basagdi, Castagni, wovon im Tor und Rechtsverteidiger weiß ich gar nicht. Ach, ZDM ist Miller, Villa, genau. Wir melden boah, uns aus schauen. Dem Old Trafford. Am Mikrofon Manni Beugmann und Frank Buschmann. Bis jetzt war er unser Lewandowski Premium. Wie sie da in dieser Spielzeit gezeigt haben. Den sicheren boah, Aufstieg in der Tasche. Und nun winkt bei einem Sieg auch die Chance auf den Ligatitel. Und da darf man ja durchaus zuversichtlich sein. Ein paar Spiele gibt es ja noch zu spielen. Lewandowski. Lahm. Oh, schade. Der könnte passen. Fast sein erstes Tor, glaube ich. Wir haben noch nie ein Tor geschossen. Geht irgendwie knapp über die Latte. Würde ich mir auch mal gönnen, weil er spielt im Moment echt richtig bombastisch, dass er definitiv auch wegräumt. Einfach noch krank. Auch so nach vorne macht er viel. Baut von hinten schön ruhig auf. Sehr wichtig für unsere Mannschaft auf jeden Fall. Und das merkt man. Pjanic.
Wo es hinten einfach so, oh, stark, wie er den ausgetrunken hat. Und nun Adrian Ramos. Ah, schade, den kriegst du dann nicht mehr. Ashley Cole. Auch wenn Lahm hier ins Leere reingeht, das darf er einmal machen. Wow. Oh mein Gott, was für ein Fehler. 1-0 für den Gegner. Ich dachte, Tantana sollte den Ball zurück zum Torwart spielen, nicht direkt in die Füße rein. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Spielen wir den dann natürlich direkt vor die Füße. Lewandowski. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Palacio. Ich mag aber so. Ich mag einfach keine italienischen Teams bei FIFA Ultimate Team. Ich mag das hier einfach nicht. Die sind so overpowered, so stark sind die gar nicht. Das geht gar nicht. Meiner Meinung nach, jetzt muss man gucken, wie Bayern gegen Rom, wie die in beiden Spielen einfach noch abgefertigt haben. Ja, einmal mit 7-1 und einmal mit 2-0. Was sie da für einen Fußball gespielt haben, ja. Wir wissen ja teilweise gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Das ist ja. Bei FIFA 15 sind sie so overpowered. Deswegen finde ich es auch ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der Vidal runtergestuft wurde. Weil der ging mir im letzten FIFA-Teil mächtig auf den Sack. Der hat ja alles weggehauen. Der hat jeden Kopfball-Duell gewonnen. Kann doch gegen Lewandowski Kopfball-Duell gewinnen. Obwohl der. Keine Ahnung, wie alt ist. Wie klein ist denn der Knirps da? Vidal. 1,80 wenn überhaupt. Ja, und wir gewinnen einfach jedes Kopfball, Leute. Jedes. Auf der Linie rumhampeln und rumspielen, Alter. Rauslaufen und sich den Ball, das ist kein Foul, ja, Schiri. Das ist genau das, was der Trainer vom guten Keeper verlangt. Mitspielen. War für mich ein klares Foul. Es geht gar nicht anders. Es muss Einwurf geben. Andrea Pirlo. Och, Ramos, lass doch die scheiß Hacke da weg. Ashley Cole. Pjanic. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. De Bruyne. Lewandowski. Oh, stark, Lewandowski. Mach ihn. Jawohl, Robert Lewandowski. Ja, das wird ganz gefährlich. Achtung. Eiskalt vom Tor. Sie haben ausgeglichen. Und wenn Sie jetzt auch noch in Führung gehen und das Spiel gewinnen, dann haben Sie den Titel. Nach diesem Ausgleichstor stark. Sind wir so schlau als wie zuvor. Der Lewandowski ist einfach nur ein Knipser. Ich habe mal letztens, wir können gleich mal nach der Folge einfach seine Statistik angucken. Top-Torschütze ist übrigens in meinem Verein Adrian Ramos. Ja. Das liegt aber auch daran, dass ich, glaube ich, Adrian Ramos so ziemlich als erstes gezogen habe damals. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Und halt auch schon ein paar Spieler natürlich mehr gehabt. So, aber die gucken gleich mal nach dem Spiel auf die Statistik von Robert Lewandowski. Ja. Überhaupt keine Probleme für ihn. Da fällt einem echt nichts mehr ein. Die verstehen sich blind. Diese Statistik einfach nur. Draxler. Alter. Ja, der Spielaufbau war hier vielversprechend, aber dann ist der Ball auch schon wieder Fucicato. De Bruyne. Ah, oh, schade. Und er erkämpft sich den Ball zurück. Ashley Cole. Oder? Ach, Freistoß. Das weiß ich aber auch nicht so genau. Warum? Hätte man auch auf Vorteil entscheiden können. Erste Love hilft da sofort Freistoß. Alter, Menat. Ja.
Schiri, wenn du das vorhin gepfiffen hast, dann musst du das aber normalerweise aufpfeifen. Lewandowski. Und ganz ehrlich. Weiß nicht, da fehlt teilweise die Linie fehlt da. Was ist denn jetzt? Die Fans fragen sich, wie wird der unparteiische entscheiden? Er hat mich gefoult, oder was? Oh, er hat es gesehen. Krass. Nicht schlecht. Ah, schade. Ja, mit solchen Verzweiflungsschüssen lockt man den Keeper nicht aus der Reserve. Und schon wieder ist der Ball in den eigenen Reihen. Hätte sogar vielleicht mit Robert Lewandowski schießen müssen. Also selten, sehr, sehr selten. Genau. So schwach. Sind wir ja bei Rapke oder was? Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Vor allem das Traurige ist ja, das hätte er nun sich gepfiffen. Wenn da keiner stehen würde, der den Ball erobert hätte, das hätte er nie im Leben gepfiffen. Adrian Ramos. Das finde ich ja das besondere Traurige daran. Ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher Kullerball genannt. Lewandowski. Jawohl, 2-1. Geht er rein? Oh! Stark. Und dieser Führungstreffer war vielleicht schon von der Bräune Titel. Auch wenn sie diesen Spielstand bis zum Ende verteidigen, und Lewandowski dann haben sie es geschafft. Eiskalt, ob sie da wohl geistig schon beim und Pausen wir sind jetzt Tee fast waren, der ja meistens ein Schritt schon Meister. Also nicht ein Schritt, ja, das wirkt zumindest so, als hätten sie schon abgeschaltet. Und wenn der Gegner dann noch wach ist. Jetzt ist er ganz sofort abgezogen. Und entscheidend hier das Freispielen. Und dann wunderbar der Abschluss. De Bruyne. Lewandowski. Schade. Halbzeit. 2-1 Führung. Halbzeit, so kann es ruhig weitergehen. Zur Pause 2-1 Führung. Und dann geht. Ja, das weiter. Ist natürlich perfekt, wenn du als Gastgeber so kurz vor der Pause in Führung gehst. Er wechselt zweimal, einmal aus. Ibarbo. Der Unparteiische vergewissert pace, sich, dass pace, alles pace. In Ordnung ist und pfeift die zweite Halbzeit an. Leider schon Bini, weil er heißt extrem schnell. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war ich glaube, seine Mannschaft ist im Moment echt nur auf Pace ausgelegt. Philipp Lahm, jetzt setzt er sich ein, jetzt kämpft er um den Ball. Und nun Adrian Ramos. Draxler. Den hat er denn da gesehen, Draxler. Den hat er ja stark. Und Lewandowski, mach ihn. Mach ihn! Nein! Herrlich gemacht! Oh. Schade. Weiter geht's. De Bruyne. Jetzt ist er vorbei! Und jetzt ist er durch! Stark von Benatia geholt. Stark, ganz stark. Ach schade, da haben sie den Ball zu leicht. Jetzt Ball im Aus, gibt einen Wurf. Leandro Castan. Andrea Pirlo. War da aus? Einwurf. Schade. Ich dachte, der hat ja noch auf der Linie mit der Brust angenommen. Aber war dann wohl hinter der Linie. Und er bekommt sagen. Hilfe. Boah, und Alter. El Charaden mit dem Brust angenommen und dann Volley. War gut, dass Leno auf dem Posten war. Boah, Leno wollte schon rausrennen. Gut, dass er noch einen Kopf dazwischen gegangen ist. Hättest du mich gescheppert. Boah, stark von Leno. Zweimal super gehalten. Zweiten Versuch vereitelt. Und diesmal hält er ihn auch fest. Pjanic. Der Leno ist stark. Weit vor dem Tor nimmt er muss den auf Zeit spielen, das macht ja, da der Leno auch ganz gut, ne? Mitgespielt. Das nennt man dann wohl auch nicht davon freisprechen, dass sie das nicht können. Das käme wir ja mittlerweile, wenn sie führen. So, stark vom Pischek. Ein Ball. Jetzt. Warum rätsch ich da? Bin ich doof, Alter? Warum rätsch ich da? Komm, da hätte ich gar nicht Rätschen brauchen.
Jetzt steht es unentschieden. Und das heißt, bei diesem Spielstand da, ist genau der Titel da, noch die nicht ganz gesichert. Drauf. Der hat seine ganze Energie in die ersten Sekunden gelegt und drin war das Ding. Klasse Partie bislang. Und das war der Ausgleichstreffer. Julian Draxler. Draxler, mach ihn. Mach ihn, jawohl, Draxler. Sie gehen jetzt in Führung. Sauber zu Draxler, das 3:2. Boah, stark. Da habe ich jetzt mal ein Zeichen gesetzt. Das muss einen Freistoß geben. Sonst gibt es hier die lustigen Holzhackerwurm. Da tritt er aber auch deftig zu. Es gibt eine gelbe Karte. Da war natürlich zerrecht. Gelbe Karte ist ja klar. War völlig in Ordnung. Lewandowski hier. Er ist völlig alleine. Aber macht er das trotzdem? Macht er es trotzdem? Er ist schon... Lewandowski. Aber er war... oder... keine Ahnung, was das für ein Vogel ist. Aber er fehlt ja natürlich jetzt gerade vorne, weil er nach hinten gearbeitet hat. Julian Draxler. Oh, De Bruyne verstolpert den Ball. Hat den Ulten sich wieder. Alter! Ja, wollte schon sagen. Draxler. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Das ist jetzt die Ballbesitzstatistik. Aber von einem Vorteil für irgendeinen hier zu sprechen, nee, das geht nicht. Ja, Lewandowski weiter nehmen. Er geht weit über das Tor, da fehlte ein gutes Stück. Und weit über das Tor. Wobei, der war nicht allzu hoch, aber der war, glaube ich, ziemlich weit in die falsche Richtung gesetzt. Lewandowski. Ein Piszczek mit. Piszczek auf Müller. Piszczek. Müller verliert den Ball. Piszczek holt ihn sich nicht wieder. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Pässt er sich hier durch. Jetzt ist er durch. Und seinen Bar. Und jetzt hat er freie Bahn. Sofort abgezogen. Und ja, das ist der Ausgleich. Da sah die Abwehr aber nicht gut aus. Mein Gott. Ein wahres Torschützenfest hier. Torfest hier. Unentschieden. Und ich weiß nicht, ob und 3:3. Und wenn ja, wer? Rodriguez. Und nun Adrian Ramos. Julian Draxler, wahrlich keine schlechte Hereingabe, aber der Gegner, er hat aufgepasst. Ohne Kampf kein Ball, gut gemacht. Stark, Müller. Müller. Er Lewandowski. Wie ein Känguru und ist damit der Catch entgangen. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Die Mannschaft ist auf dem besten Wege zum Sieg auf der Zielgeraden. Die Fans laufen sich stimmlich schon mal warm für die Jubelgesänge nach dem Abpfiff. Ja, das Spiel ist zwar noch nicht vorbei, aber ganz ernsthaft, Manni, hier zweifelt keiner mehr daran, dass das Team heute 3 Punkte holt. Stark von Santana. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Weil Babo gut eingedämmt da vorne. Und nun Adrian Ramos. Ah, Lewandowski, nein, ich wollte schießen, Alter. Warum schießt er denn nicht? Die Schlussphase läuft, die Schlussphase ist angebrochen. Und ich glaube, die wird nochmal so richtig spannend. Stark von Lahm, der war wichtig, der Einsatz. Müller. Ich glaube, Lahm ist auch mein Kapitän, ne? Genau. Lahm ist mein Kapitän in der deutschen Mannschaft. Also, der... hat schon einen höheren Stellenwert. Oh, De Bruyne. Und De Bruyne gegen zwei Mann kann er sich nicht durchsetzen. Es ist doch Zeit, zumindest für einen Angriff. Das war nix. Vielleicht fällt jetzt doch noch das entscheidende Tor. Pjanic. Och, Ramos, spiel doch ab. Ramos. Und der Schiedsrichter sagt, das war Abseits.
Unentschieden steht's. Das reicht nicht ganz, um schon heute als Titelgewinner nach Hause zu gehen. Ja, aber genau. Die Fans, unser... sind trotzdem genau. total aus dem Häuschen und hoffen jetzt auf Ach, den komm. Entscheidenden Treffer. FIFA. Soll nicht dein Ernst, oder? Wo war denn da der Ball? Warum liegt der Lewandowski da? Ist ihm der Ball wortwörtlich vor ist er hingefallen oder was? Glaubst du selber nicht. Und so einfach Meine war der Ball gar nicht zu halten. Ja, immerhin 3-3. Ein Pfiff, das Spiel ist vorbei. Ein bisschen aufgeregt. Heute hat es zwar Darf noch ich ja wohl auch mal machen. Wir haben jetzt 17 ja Punkte, glaube ich. Aber Manni, nach einer derart überragenden Saison, dem feststehenden Aufstieg, hätte ich schon mit mehr gerechnet. Das erste Tor war einfach so unnötig. 461 Münzen. Genau, 17 Punkte, 19 Punkte brauchen wir jetzt für den Titel. Und wie gesagt, ob wir dann aufsteigen, also aufgestiegen sind wir ja schon, ob wir dann Meister werden. Oh, wir haben ja ein paar Münzen, viele Münzen gekriegt, 64.900. Oh ja, da haben wir auch einiges verkauft, da. Sehr schön. So lobe ich mir das. Nein, du kannst ja mal ein bisschen zurückgehen mit dem Preis. So. Den, bei denen gehe ich auch mal ein bisschen zurück. Alessandrini. Ja, komm, 1000. So. Kann ich ja auch schnell verkaufen. Ja, die Bälle verkaufe ich mal schnell. Sind mir alles nur Platz weg, ohne Witz. Mal alles ein bisschen billiger machen und so. Biete ich auch mal auf dem Transfermarkt an. Papadopoulos 250 passt. Ja, gut, das ist ja alles noch in Ordnung. RB Salzburg werde ich auch nicht los. Super. Ziehst du einmal in die Scheiße, weißt du, bist du nicht los. 750. Machst du natürlich nur ganz minimal billiger. Will ja auch noch was verdienen. Bälle brauche ich nicht. Die kauft auch keiner, glaube ich. Acker, den könnt ihr eigentlich auch richtig verscherbeln. Aber der ist halt auch ziemlich, also in meinen Augen ist er ziemlich viel wert. So, mal alles durchchecken. So. Ich glaube, das war's, ne? Genau. So, 29 haben wir jetzt noch. Gut, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wir haben jetzt 64.089 Münzen. Das ist eigentlich extrem viel. Und sind gar nicht mehr so weit weg vom Reus. Und dann danke ich mir ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst, wie gesagt, eine positive Bewertung da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von FIFA 15 Ultimate Team. Also macht's gut, haut rein und Tschüss.